So, moin moin meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Forest. Jo. Dann würde ich mal sagen, wir starten jetzt einfach mal in die neue Runde. Und zwar, ich muss mal gucken, was ich heute überhaupt mit euch mache. Denn, es kommt ja im Prinzip morgen das neue Update raus. Das heißt, in dem Sinne, dass wir jetzt heute noch eine Folge haben und morgen auch noch eine. Und übermorgen wird es dann in die neue Version starten. Oder mit der neuen Version starten. Ich hoffe, dass dann der ganze Mist hier nicht wieder einfach mal weggerissen wird. Oder ja, nicht weggerissen wird, sondern naja, weggepatcht wird. So, wie kommen wir jetzt? Es gab noch einen Trick hierfür. Genau, durchspringen einfach. So, wir sind ja hier fertig geworden mit der ersten Etage. Ich dachte, wir konnten hier einmal normal hochlaufen. Es geht sogar. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir ein bisschen Holz organisiert kriegen hier. Dass wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Denn das geht ja so nicht weiter. Also, erstmal ran an den Speck. Und ein bisschen rumgedödelt. Es tut mir übrigens leid, dass wir heute ein bisschen alleine sind. Aber das war jetzt eine relativ spontane Aktion. Wir haben es jetzt gerade früh am Morgen. Um genau zu sein, haben wir es jetzt gerade eben kurz nach 7. Und, naja, da findet man halt nicht so schnell einen Kooperationspartner, den man sonst normalerweise hat. Von daher hoffe ich, ist das verständlich, dass ich heute mal alleine bin. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Kann ich aber nicht mal wieder was ganz Normales erzählen, weil ich das sonst normalerweise im Solo-Projekt mache. Jetzt kommt Pling endlich. So, wobei dieses was ganz normal erzählen natürlich auch relativ ist und im Auge des Betrachters. Also Dinge, die ich erzähle, wirken ja für einen Großteil tatsächlich einfach auch wirklich nur als sehr verwirrend, stumpf und durcheinander. Habe ich mir zumindest so sagen lassen. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz eben gucken, dass wir uns hier nicht verbauen. Da können wir, glaube ich, dran gehen hier. Ja, das müsste funktionieren so. Kurz eben ausruhen. Und weiter geht's. Das wäre ja praktisch, wenn der Baum jetzt tatsächlich mal ins Lager fallen würde. Das hat mich gerade erschreckt, was da so lang kräuchelt, aber ist ja nur eine Schildkröte. Zum Glück sind Schildkröten nicht ganz so aggressive Wesen. Es sei denn, das sind Ninja Turtles. Teenage Mutant. Nee, Quatsch. Wie heißt das denn nochmal? So, hier haben wir noch einen. So, wo ist der letzte hin? Der liegt wahrscheinlich so, dass wir gerade eben nicht dran kommen. Man kennt ja sein Glück mittlerweile. Wieso hat sich hier eigentlich noch den Baum? So dicht dran. Das muss doch nachgewachsen sein. Ganz ehrlich. So, die steht da sonst normalerweise kein Baum dran. So, wir gucken uns jetzt erstmal gemütlich unser Bauwerk an. Also ich muss sagen, haben wir schon ganz schön gemacht eigentlich, ne? Also es gibt echt hässlichere Sachen. So, das muss erstmal reichen. So, wieder einmal kurz durch die Tür durchglitschen. Na komm schon. Quetsch dich durch, so dick bist du auch nicht. Na, da hinten habe ich doch wen gesehen. Ich hoffe, die geht einfach mal in aller Seelenruhe weiter. Ohne mich jetzt hier großartig weiter zu beachten. Ja, das war wieder pfiffig. Das sollten wir vielleicht direkt nochmal machen. Gut, nehmen wir erstmal den regulären Ausgang hier.
Da. Schubid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 
Ich glaube, ich lasse es mal. Warte mal, wo habe ich den... Den Baum hatte ich angefangen zu fällen, glaube ich, ne? Ich gehe mal ganz kurz eben hier hoch und mir das mal angucken. So, und da wir jetzt gerade ein kleines Problem haben, beziehungsweise einen Engpass, nämlich genau den, dass ich es total verschwitzt habe, die heutige Folge zu machen, mache ich die heute jetzt nur 10 Minuten lang. Ich hoffe, das ist jetzt echt nicht schlimm, aber dann schaffe ich die heute wahrscheinlich noch rechtzeitig hochzuladen, dass sie, ja, nicht mit Verspätung kommt, sondern tatsächlich immer noch pünktlich um 12 Uhr erscheint. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der letzten Folge von diesem Update und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch ein bisschen was fertig kriegen. Wir werden sehen. Also, bis dann. Tschüss.